Bitte crash nicht, bitte crash nicht, bitte crash nicht. Solange Musik spielt, ist alles gut. Oh, Jesus. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever. Warum war ich jetzt gerade so besorgt? Zwar geht es nämlich um die S-Bahnen. Kann ich wenigstens noch draufdrücken? Ja. Okay, die Details sind verboten, das weiß ich mittlerweile. Ich mache mal die Mucke da ein bisschen leiser. So. Und zwar funktionieren die auf keiner anderen Welt mehr. Da crasht das Spiel nämlich sofort, wenn ich die fahren lasse. Das funktioniert auch alles noch, wenn ich auf Play drücke. Also das ist sehr gut. Aber es laggt noch ein bisschen. Moment, ich fliege mal kurz überall drüber. So, jetzt dürfte alles geladen sein. Gut, das ist eh gut, dass das noch funktioniert. Weil eben, wie gesagt, das sonst nirgendwo funktioniert. Und ich da jetzt gerade sehr glücklich drüber bin. Ja, die sind auch alle positiv. Wenn man sich da die Finanzen anschaut, da haben wir dann die S-Bahnen gekauft, da circa. Also da, nee, warte mal. Oder? Da waren noch die ganz alten Züge, glaube ich. Dann haben wir gewechselt auf die 1042er. Und da haben wir dann, glaube ich, auf die S-Bahn gewechselt. Und da sieht man doch schon, dass da das um einiges hochgeht. Und vor allem auch, weil die Städte jetzt wieder größer sind. Ich habe das jetzt wieder so ein bisschen größer gestellt. Also die Town Size habe ich jetzt von 1 auf 1,5 hochgesetzt. Die war vorher auf 2. Ganz am Anfang, wie wir das Spiel gestartet haben. Und jetzt sollte da doch ein bisschen mehr. Also da sind wir jetzt bei 1000. Da sind wir ein bisschen drunter. Okay, aber das ist nicht ganz so schlimm alles. So, jetzt will ich nur schauen, wie haben wir es da. Oh, da leckt es ein bisschen. Gehen wir ein bisschen hin und her. So. Okay, es ist da ziemlich laut. Und wir haben da ein paar kleinere Probleme mit dem Verkehr. Da gibt es aber mittlerweile auch eine Solution. Und zwar nehmen wir da einfach eine Busspur dazu noch, zu der großen Straße. Wenn wir das da jetzt modifizieren, ohne dass die Straße breiter wird, weil die ist ja für normal breiter als die andere. Aber die passt da trotzdem rein. Und wenn wir das da jetzt nämlich machen, okay, da geht es jetzt zum Beispiel nicht, überall wo es halt geht. Ja, aber das sollte eh eigentlich jetzt passen. Da fahren nämlich jetzt nur die Trams auf der rechten Seite. Und der Verkehr fährt ganz normal wie auf der vorherigen Straße vorbei. Und auch die LKWs, also die behindern sich jetzt gegenseitig nicht mehr ganz so stark. Hoffe ich natürlich. Ja, also es sollte jetzt einigermaßen besser funktionieren. Die LKWs fahren auch durch die Trams durch, also das ist alles ganz normal noch. Ja, wieso fahren die auf den Tramspuren? Okay, da die aber auf der Seite sowieso nicht fahren, behindern die dann wenigstens nicht den normalen Straßenverkehr. Gut. Okay, da ist gar nichts. Wo ist denn da der Zug? Ja, hallo? Ein bisschen Geschwindigkeit, wenn ich bitten darf. Ah, da ist das. Nee. Wie schaut's denn da aus? Okay. So, was machen wir jetzt eigentlich? Ja gut, wir können ja da mal da die Strecke da weiterbauen. Gut, also eigentlich haben wir da Bahnhof und alles schon eingerichtet. Jetzt brauchen wir nur noch die Strecken. Ja, machen wir da mal. Wo gehen wir denn da überhaupt entlang? Da wäre es vielleicht intelligent, wenn wir wieder ein bisschen was wegnehmen und so ein Stückchen nach links rüber gehen. Dann da so eine Kurve machen. Und dann da vielleicht so rum. So, haben wir da jetzt überall 230er Kurven? Ich weiß es nicht. Ob das da jetzt schon die Schnellfahrtstrecke ist? Können wir mal kurz nachschauen. Hallo? Okay, naja, eigentlich nicht. Da hätten wir ein bisschen weniger.
Und hier? Das schaut aber schon nach 230 aus. Ja, geil. Okay. Ja, dann ist das eigentlich aber schon die Schnellfahrtstrecke da. Dann bleiben wir da aber auch bei 230. So, wo müssen wir da jetzt überhaupt rauskommen? Machen wir mal da auf der Seite weiter, würde ich sagen. So, da reißen wir jetzt wieder ein bisschen was weg. So, ein bisschen rüber da. Haben wir jetzt halt natürlich diesen komischen, ja. Okay, dann geht das da halt rauf und wieder runter, was soll's. So, dann müssen wir da rüber irgendwie. Das machen wir da halt jetzt einfach mit dem Tunnel. So. Und dann gehen wir da wieder rüber. Und dann müssten wir da aber wieder mit einem Tunnel durch. Warte mal, ich mach kurz das komische, warte mal, das war Shift, Alt und F10. Ah ja, genau, so. Jetzt sehe ich auch das Datum wieder gescheit. Also, wir haben jetzt 1982, gut, das braucht noch eine Weile. Na, wären wir da mal vielleicht ein bisschen tiefer. So, das geht nicht. Oh ja, das geht. Das sieht nicht unbedingt gut aus. Okay. Warte mal. Ah, jetzt ist das schon besser da. Na, komm. Gut. Und jetzt gehen wir da. Jetzt habe ich die Straße immer noch nicht mit dazu gemacht. Okay. Jetzt machen wir da einfach so durch und so und so. Gut. So, warte mal. Wenn wir das jetzt einfach nur stumpf verbinden, wird das theoretisch sogar funktionieren von der Höchstgeschwindigkeit her. Aber ich will die Brücke da nicht haben und ich will den Tunnel da nicht haben. Ich weiß noch nicht, wann die rauskommen, das, was ich halt da haben will. Wait, ich look das kurz ab. Okay, also beim einen steht kein Startjahr dabei und den anderen Mod habe ich überhaupt einmal gar nicht gefunden. Ist auch egal. Dann tun wir das dann einfach nur mehr anbinden, weil neu bauen möchte ich das jetzt eigentlich dann auch nicht. Okay, dann hätte ich das jetzt aber irgendwie auch schon wieder erledigt. Wir können ja da mal. Okay, da haben wir sogar schon Tramgleise. Ah, die gehen wir einmal rum. Okay. Können wir die Stationen schon mal bauen? Haben wir da jetzt schon die neuen? Nein, immer noch nicht. Okay. So, dann machen wir das hier. Da. So. Ja, da brauchen wir eigentlich keine mehr. Gut. Passt da noch. Gut, wie schaut es hier eigentlich mit den Passagieren aus? Noch recht gut eigentlich. Ziemlich wenig. Ich glaube aber nicht, dass wir da. Wir sollten da mal kurz schauen. Naja, oh ja, warte mal, Bus. Die paar kriegen wir nicht. Aber sonst da unten decken wir eigentlich alles ab mit dem Bahnhof. Da wollen vielleicht einfach gerade nur nicht so viele Leute hin und her fahren. Okay. Da haben wir jetzt 1360 Einwohner. Da haben wir 1047. Das entwickelt sich auch langsam. Sehr schön. Jetzt soll er dann bald von einem Transport Fever Modder
Die 40, 20, beziehungsweise alle dazugehörigen Teile, also dann wirklich für Transport FIFA als Mod bringen. Das dürfte aber noch eine Weile dauern. Aber die schauen wirklich cool aus. Da gibt es auch die ganzen verschiedenen Farbvarianten, die es in echt auch gibt. Also dann die eben die neue, also die neuere, eben mit dem Hellgrau da und mit dem Blau. Und dann soll es aber auch noch die alten geben, mit dem etwas gelberigem Grau. Und dann die wirklich neueren mit Grau-Rot. Und das Ganze dann gedreht und mit so ein paar verschiedenen Werbedingern da drauf. Und dieses diesen Smiley da, den soll es dann auch geben. Also da bin ich schon wirklich gespannt. Aber das braucht, glaube ich, leider noch. Okay, da hätten wir jetzt ein Flugzeug. Und das interessiert uns aber relativ wenig. Ah ja. Ich mach mal da kurz... Gut, jetzt ist glaube ich die Stadt dran. Schaut relativ zerfetzt aus da oben. Aber das werden wir nutzen. So, das reißen wir da mal alles weg. Weil so wie die da bauen, kannst du ja da nichts draufstellen. So, warte mal, jetzt machen wir da mal eine Straße. Aber ohne Busspur. So, die Dinger können wir da ja eigentlich wieder mal verbinden. Das können wir da auch die Straße gleich übernehmen, so. Ne, jetzt macht er da so ein doofes Ding rein. Die Kurve will ich da nicht rein haben. So, das können wir da eigentlich fortsetzen. So. Genau wie das. Das nicht. Das machen wir dann auch so irgendwie... Warte mal, das hätte ich schon ganz gern parallel. So sollte es passen. So. Naja, so, das ist schief, das gefällt mir auch nicht. Okay, so schaut das schon besser aus. Gut, dann ist da halt ein bisschen Ding. Jetzt machen wir da den Bahnhof. Da haben wir auch schon den neuen. So, den hauen wir da auch parallel rein. So. Zweigleisig, Höchstgeschwindigkeit 280. Und den machen wir da hin. Pflanzen wir den da so in die Mitte. Oder machen wir da auch den Cargo-Bahnhof gleich daneben. Wäre schon irgendwie gescheiter. Aber dann, ja, dann machen wir den gleich daneben. Dann lasse ich da den Straßenanschluss weg. Setze da den Bahnhof hin. Nehmen wir da jetzt den Güterbahnhof. Und drehe den jetzt einfach nur einmal. Und den setzen wir... Kollision, womit? Aber zwei Gleise sind ein bisschen wenig. Drei kriege ich da nicht rein in die Straße. Ah, dann machen wir einfach zwei. So. Ist glaube ich zwar jetzt nicht ganz, nee, nicht ganz, aber das bisschen ist schon egal. Okay, dann hätten wir da mal die Gleise. Das baue ich aber gleich raus. Nur damit uns die da nichts verbauen können. So. Gut. Hätten wir das schon mal, das können wir ja drüben auch gleich noch machen. Und dann würde ich aber die Stadt ganz gern auch gleich anbinden. Warte mal. Der Vollständigkeit halber. Okay. Schaut ein bisschen schief aus, aber... dürfte passen. Gut, wo kommen wir denn da raus? Ui. Achso, ich wollte da so eine Kurve machen, gell?
und nicht direkt so rübergehen. Okay, dann müssen wir zuerst die Starter machen. Fahren wir jetzt da die große Runde so rum oder die kleine so rum? Wir haben halt da den doofen Berg, aber der ist eigentlich nicht so das Hindernis. Wir haben halt die ganzen Dinger da oben. Dann könnten wir uns das nämlich freilassen für Industrie, dann hätten wir nämlich genug Platz. Na, dann machen wir das oben. Ist zwar ein bisschen umständlich, aber ja, was soll's. Nehmen wir uns genau den gleichen Bahnhof und machen da einfach das da. Und geben die Straße da mal weg. Ja, setzen wir den da einfach her, würde ich sagen. Und dann machen wir da einfach 160. Jetzt gibt er da einen Tunnel weg. So. Zack. Zack. Einmal im Kreis. Gut, dann können wir das dann verbinden. Das haben wir uns halt 230 lassen. Die Kurve da. Aber das werden wir gar nicht brauchen. Das heißt, dann können wir mal ein bisschen weggeben da. Ah, das können wir da ja mal so entlang dem Fluss da legen. Das können wir auch zumachen da. Kommen halt da oben raus dann. Na, so. Das heißt, wir können da ein bisschen was weggeben. Aber es sind halt relativ hoch. Warte mal, wir machen den Tunnel, glaube ich, nochmal neu. Weil bei den Tunnel kann man immer ziemlich viel Höhe wieder gut machen. So, das heißt, wir gehen dann einfach so rüber, oder? Eigentlich eher so. Dass wir dann da ungefähr... So, dass wir dann da circa rauskommen. Ja, ich würde sagen, das passt. Machen wir das so. Auf jeden Fall besser als da oben irgendwo. Wo waren wir da? Da sind wir rausgekommen. So. Runter. Runter. Da mal jetzt die doofe Brücke. Wenn wir das so machen. Ja, okay, machen wir das einfach so. Gut, dann haben wir da halt. Ja. Well. Oh Mann. Mach da nicht so doofe Dinger rein. So verbinden und so verbinden. Müssen die halt ohne Verbindung auskommen. Aber sonst haben wir komische Strecken. So, und dann haben wir jetzt noch... die Straße muss mal weg. Ah, eigentlich relativ gerade haben wir da. Machen wir da trotzdem einen Tunnel. So rüber mal. So. Und dann eigentlich nur... Ui, das leckt. So, warum geht das nicht? Aha. So, da ist jetzt im Weg die Straße und die Straße. Mache ich da kurz auf Pause. Und jetzt können wir das aber eigentlich verbinden. Nein, wieso nicht? Ah ja, weil das so stark runter geht. Dann machen wir das da oben. Jetzt drücken wir einfach auf M und dann funktioniert das schon.
Und warte mal, da sind wir rechts und da vorne sind wir jetzt auch rechts. Gut. Dann machen wir dasselbe Retour. Na, wo ist denn da das da? Wieso geht das jetzt auf einmal nicht? Na, machen wir es halt. Schrittweise. So. Gut, dann machen wir da die Straße wieder dran. Zack. Keine doofen Höhenunterschiede. Gut, dann haben wir da diese lustige... Ja, das wäre halt schon zeitsparend irgendwie, aber dann haben wir halt da diese lustige Schleife da. Und ja, dann machen wir hier mal auf Höchstgeschwindigkeit. Wer reißt da sein Haus deswegen ab? Du. Ja, dann halt weg mit dir. Geh fort. Was ist jetzt? Ah ja. So, das machen wir noch kurz Höchstgeschwindigkeit und elektrifiziert ist alles. Okay, gut. Da mal jetzt noch so einen alten Bahnhof, aber ist ja auch nicht schlecht. Und jetzt können wir eigentlich schon mal die Linie machen. Das wäre dann hier so. Aber das möchte ich noch erweitern bis hier hinten. Also das kommt dann noch an Strecke dazu. Das wäre aber im Moment Weißkirchen nach Hohensprenz. Interessanter Name. Und ja, warte mal, eines müssen wir noch machen. Da haben wir die Weiche. Da bräuchten wir die Weiche eigentlich nicht, aber da müssen wir es halt jetzt vorerst mal reinbauen. So, das heißt, wir haben aber dann hier ein Signal. Und hier ein Signal. Und damit das Ganze auch noch funktioniert, nehmen wir uns die Linie mal kurz. Ja, wir hätten eigentlich noch welche, okay. Und das wäre dann hier beim Hinfahren Gleis 2. Wieso funktioniert das jetzt nicht? Achso, weil da nämlich noch eins gehört. Genau, jetzt funktioniert das auch. Nur, dass wir die ganze Kacke da jetzt zweigleisig haben. Da machen wir hier mal ein Signal. Und dann hier würde ich sagen. Ui, wir sind schon wieder über der Zeit, verdammt. Und dann zack und zack. Ja, das ist halt schon relativ knapp am Bahnhof, das schiebe ich dann ein bisschen vor. Okay, da haben wir diese Doppelstock-Dinger da. Doppelcontainerwagen. So, warte mal, das machen wir ein Stück weiter vor. Das machen wir hier circa. Reißen das wieder ab. Ja, das schaut doch schon besser aus. Fahrzeuge können wir da jetzt noch nicht drauf geben, weil wir kein Depot haben. So, warte mal, da halte ich. Naja, das halte ich noch nicht an. Nee, wie mache ich das jetzt? Ich mache das da drüben. Und zwar von da. So rüber. Mach das Doppelkreuzungsweiche und das. Jetzt können wir nämlich, wenn wir jetzt da das Dings hinstellen. Können wir da die ganze Linie, also eben alles halt da, ja, genau. Dünn, 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 ah ja. So, was nehmen wir da jetzt für Züge? Puh, keine Ahnung. Was haben wir für Hänger? Nicht die, die ich will. Ah ja, genau, das da. Das habe ich jetzt nur hinzugefügt, weil es da jetzt eben bei dem Update die Option gegeben hat, dass die Züge dann rückwärts fahren können. Was heißt das jetzt, wenn ich da jetzt auf den Zug draufklicke? Dann steht da, fährt rückwärts. Nein. Wenn ich jetzt... Aha, okay, das ist jetzt doof. Wenn ich jetzt auf die S-Bahn draufdrücke und auf die Teils klicken würde, dann würde da ja stehen. Das ist, weil vorne und hinten quasi ein Führerstand ist.
Das heißt jetzt, wenn wir da jetzt kurz nach Stegen gehen und auf die nächste S-Bahn warten, die reinfährt. Eigentlich sieht man da die Zugnummer. Was haben wir da? Ja, genau. 4020 haben wir da jetzt vorne und 6020 haben wir jetzt eben hinten. Wenn ich das jetzt ein bisschen beschleunige. Oder ich weiß nicht, ob das für Train Fever Züge. Oh, das ist der laut. Das für Train Fever Züge auch funktioniert. Nee, okay, bei dem funktioniert das jetzt nicht. Aber wenn wir dann später die, die Züge haben, wo wir dann auf dem anderen Ende einen zweiten Führerstand haben, dann können wir da einfach das hinzufügen und dann kann der nämlich auch, also dann schiebt die Lok quasi und ist nicht immer vorne. Weil er in echt die Züge auch nicht auf einmal, oh, da ist Station, ich flipp den kompletten Zug mal rüber. Und weil es auch besser ausschaut, wenn die Lok dann hinten ist. In dem Fall wird das halt nicht gut ausschauen, weil, ja, ich glaube nicht, dass man da sonderlich viel sieht. Und recht schön schauen die auch nicht aus. Ui. Müssten wir auch mal upgraden, das ganze Zeug. Aber das werden wir dann schon noch. Gut, aber dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder für die Folge. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.